Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es mal wieder um Querdenker und Recht, und zwar diesmal um die Querdenker, die vor Gericht stehen und verurteilt werden. Da haben wir zum Beispiel hier, an den erinnern wir uns kaum noch, Janko Williams, wo ein SEK bei ihm die Bude gestürmt haben soll, wegen des Vorwurfs, dass Herr Williams sich als Anwalt oder Rechtsanwalt ausgegeben haben soll. Und vor einigen Tagen dann diese Nachricht, Endstation für den Busfahrer Brauner, der zu einer Haftstrafe von 2 Monaten gerade mal verurteilt wurde. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und insgesamt sehen wir die ganze Zeit schon in der Pandemie folgendes Bild. Menschen übertreten Regeln, wie zum Beispiel sowas wie Maskenregeln, sagen, gilt doch nicht für mich, oder Versammlungsgesetz, Auflagen oder Bedingungen, die ausgesprochen werden bei verbotenen Veranstaltungen, wo Querdenker sagt, ach, gilt alles nicht, ziviler Ungehorsam, wir setzen uns einfach darüber hinweg. Und Zuschauer denken sich, was ist denn mit diesem Rechtsstaat los? Wieso lässt er sich denn alles gefallen? Dann aber passiert es doch auf einmal, dass die Justiz aufwacht und zum Beispiel hier eine Anklage erhebt gegen Herrn Brauner wegen der Benutzung angeblich von gefälschten Maskenattesten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Insofern gilt für ihn zunächst auch nochmal die Unschuldsvermutung. Und er hat ja auch vorgebracht, dass er dagegen alle möglichen Rechtsmittel, zum Beispiel Revision oder Berufung oder was immer halt so möglich ist, einlegen will. Wir sehen aber, dass es nach dem Geschmack oder dem Gefühl von Zuschauern immer viel zu lange dauert, bis überhaupt etwas passiert. Wenn dann aber etwas passiert, wundert man sich, wie hart die Justiz zuschlägt. Nun, das hier mag jetzt nicht so hart gewesen sein, Freiheitsstrafe 2 Monate auf Bewährung. Das mit dem SEK bei Herrn Williams klang ziemlich brachial, zumindest in der Schilderung, die er hier in dem Video beschreibt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht bis zum Ende geschafft anzuschauen. Schauen wir uns dieses Urteil mal etwas genauer an, weil es ist ungewöhnlich, dass eine Freiheitsstrafe von 2 Monaten verhängt wird. Das ist eine ungewöhnlich kurze Freiheitsstrafe. Gewöhnlich allerdings ist, dass sie zunächst einmal zur Bewährung ausgesetzt wird. Und bei der Gelegenheit können wir ein kleines Jura-Repetitorium machen, wie es denn mit der Bewährung so funktioniert. Und vor allem, wenn man mehrfach gegen eine Straftatnorm verstößt. Denn hier soll ja schon der nächste Prozess in der Pipeline sein und demnächst verhandelt werden. Unser Rechtssystem sieht einen Mengenrabatt vor. Je mehr Straftaten ich begehe, umso billiger wird es für jede einzelne Straftat. Kann man gut oder schlecht finden, aber wir haben das Prinzip, dass bei vielen Straftaten ein Rabatt entsteht und eine Gesamtstrafe gebildet wird. Und da soll es keinen Unterschied machen, ob ich viele Straftaten gleichzeitig aburteile in einem Prozess oder ob ich es in mehrere Prozesse aufteile. Wenn, wie hier, mehrere Verfahren durch verschiedene Demonstrationen aufgeteilt und einzeln verhandelt werden, wird später eine sogenannte nachträgliche Gesamtstrafe gebildet. Also mal angenommen, er hat jetzt für diesen Verstoß hier 2 Monate bekommen und bekommt dann beim nächsten Prozess nochmal 2 Monate, dann sagt das spätere Gericht, okay, machen wir daraus eine Gesamtstrafe und geben ein bisschen Rabatt und dann kommt dann vielleicht 3,5 Monate dabei heraus. Wird dann die Berufung widerrufen? Nein, wenn die Zäsurwirkung nicht vor der Tatbegehung stattfand. Und das muss man jetzt etwas näher erläutern. 2 Monate zur Bewährung, das ist bei kurzen Freiheitsstrafen durchaus üblich. Das führt dann dazu, dass bei einer neuen Straftat, die nach der Verurteilung begangen wurde, die alte Bewährung widerrufen werden könnte auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist allerdings, dass ein Gericht, was eine spätere Tat, zum Beispiel ein Vorliegen eines gefälschten Maskenattestes bei einer künftigen Demonstration, könnte ja passieren, dass sowas mal wieder vorkommt, dann wird ein Gericht die Sozialprognose beurteilen und sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Herr Brauner sich von dieser Verurteilung hat beeindrucken lassen und dass er dann künftig eine Maske tragen wird oder nur ein solches Attest vorlegt, was nach den Überzeugungen des Gerichts glaubwürdig ist. Und wenn dann ein Richter, ein Amtsrichter Herrn Brauner ansieht und sagt, irgendwie glaube ich nicht, da saß ja auch bei Gericht ohne Maske, dass sie sich jetzt hier haben beeindrucken lassen. Trotzdem glaube ich aber, dass das strafbar ist. Wenn ein Richter das also sagen sollte, dann müsste er konsequenterweise eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängen, sofern er eine Freiheitsstrafe für geboten hält. Und das ist schon durchaus interessant, dass man bei 2 Monaten nicht einfach gesagt hat, wir machen 60 Tagessätze daraus, sondern eine Freiheitsstrafe, um nämlich genau diesen Anreiz zu setzen, mit einer Bewährung dazu anzuhalten, dass die Straftat nicht erneut begangen wird. Denn eigentlich
erlebt man selten so kurze Freiheitsstrafen. Meistens ist es so, dass die Richter gerade bei Ersttätern oder bei solchen, die noch nicht viele Straftaten begangen haben, erst einmal die Geldstrafen ausschöpft. Also bei der ersten Straftat so 30, 40, 50 Tagessätze und dann irgendwann überschreitet man die 90-Tagesgrenze. Da gehört schon ein bisschen Anlauf dazu. Und dann vielleicht mal die nächste Straftat mit 120 oder 180 Tagessätzen und dann kommen wir schon auch in den Bereich der Freiheitsstrafen, die dann zunächst zur Bewährung ausgesetzt werden. Manche Leute finden, dass unser Justizsystem da sehr geduldig ist. Es gibt aber immer wieder Leute, die es schaffen, diesen Weg abzukürzen, die also ohne viele Geldstrafenverurteilungen, und ich weiß nicht, ob Herr Brauner schon andere hatte, es schaffen, gleich in den Bereich der Freiheitsstrafen reinzukommen. Und dann ist es besonders überraschend, wenn eine kurze Freiheitsstrafe dann auch gleich nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, sondern vollstreckt werden soll. Das hatten wir zum Beispiel vor kurzem erst bei einer Beleidigung und Bedrohung zum Lasten von einem Arzt aus Neu-Ulm, wo ein Gericht tatsächlich zugeschlagen hatte. Bei ähnlichen Fällen wurden die Sachen eingestellt. Also da gibt es eine große Variabilität. Da weiß man nicht, an welchen Richter man gerät. Oder bei der Gelegenheit mal wieder das Strafmaß in der Sache Weber, Peter hier aus Nordbayern, der wegen der Verunglimpfung von der inzwischen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer, damals war sie noch Landtagsabgeordnete, erst zu 30, dann zu 40 und dann zu viel, viel mehr Tagessätzen zu einem höheren Tagessatz verurteilt wurde. Da haben wir noch miteinander drüber gestritten, weil ich zunächst eine falsche Tagessatzhöhe angegeben hatte. Da meinte er wäre in seinen Rechten verletzt. Vorher hatte er mich abgemahnt, weil er sagte, ich hätte vergessen, bei der ersten Verurteilung zu sagen, dass sie noch nicht rechtskräftig ist. Er hatte natürlich nicht wissen können, dass die nächste Verurteilung noch viel, viel höher ausfallen würde. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir erleben, dass die Justiz erstmal lange braucht, danach aber stärker zuschlägt, als man eigentlich denkt. Denn bei den Tätern, und das ist bei Kindern oder bei Ersttätern ähnlich, setzt sich der Eindruck fest, ich kann was machen. Es passiert erstmal nichts. Die Polizei nimmt die Sachen auf und dann passiert wieder erstmal gar nichts. Also kann ich zur nächsten Demo wieder hinfahren und gegen Gesetze verstoßen, weil es passiert ja gefühlt gar nichts. Und wenn dann doch auf einmal jemand kommt und sagt, was sind denn das hier eigentlich für Atteste, die ausgestellt wurden? Das haben wir zum Beispiel bei den Ärzten, wo ja auch Verfahren laufen, weil zum Beispiel ein HNO-Arzt aus Sinsheim der Meinung war, er könne durch Handauflegung oder durch Ferndiagnose alle Menschen von der Maskenpflicht befreien. Und komischerweise einige Ärztekammern und Fachleute gesagt, naja, für eine Attestierung muss man schon eine Untersuchung vornehmen. Man muss also zumindest den Menschen betrachtet haben und nicht einfach pauschal sagen, du bist ein Mensch, du brauchst keine Maske tragen, das ist immer unzulässig und deswegen befreie ich dich davon. Dieses Spiel hat man fast industrialisiert, massenhaft solche Maskenatteste ausgestellt und jetzt nach und nach werden die Sachen aufgearbeitet und dann wundern sich auf einmal die Ärzte, dass das doch eine Straftat sein könnte, solche Atteste auszustellen. Ähnlich wird es vielleicht sein mit den Impfbüchern, die gefälscht werden oder den Impfzertifikaten. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Sachen tatsächlich aufgearbeitet werden. Das gleiche gilt übrigens auch für Hasskriminalität, wo ganz oft das gefühlte Recht war, ich kann machen, was ich will, es passiert schon nichts. Und dann wundern sich da auf einmal die Leute, wie sie auf einmal angeklagt werden, Strafbefehle bekommen oder sogar zu Freiheitsstrafen verurteilt werden, nur weil sie halt mal auf Telegram oder Facebook über jemand anders hergezogen sind. Insofern, Fazit ist, Justiz braucht lange, aber dann kann es doch ernster und härter sein, als manche Leute erwarten. Ob Herr Brauner sich jetzt wirklich hat beeindrucken lassen von diesen 2 Monaten, das wird man nochmal abwarten. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher der Anfang. Nachdem wir ja eigentlich hier ein Kurzrepetitorium zu Konkurrenzen, Gesamtstrafen, Strafenbildung machen wollten, wir hatten jetzt also eben gerade betrachtet die Gesamtstrafe, das ist also dieser Mengenrabatt. Da ist wichtig die Zäsurwirkung des Urteils. Und wenn ich nach der Zäsurwirkung des Urteils neue Straftaten begehe, dann wirkt dieser Effekt genau ins Gegenteil. Dann bekomme ich nicht einen Rabatt, sondern einen Aufschlag. Und dann wundern sich manche Leute, wie eine Straftat, die vorher noch mit 30, 40 Tagessätzen abgeurteilt wurde, auf einmal 4 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung bringt. Und das ist das Überraschende. Das sollte man den Leuten vorher sagen. Ich bin sicher, die Richter tun das auch. Die sagen dann auch immer, wenn ich sie wiedersehe, dann dürfen sie gleich ihre Zahnbürste mitbringen. Das ist so der typische Spruch. Manche Leute beeindruckt das, manche aber auch nicht. Die machen nämlich gerade so weiter, obwohl ich den Janko Williams schon ziemlich lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen habe. Also insofern vielleicht beeindruckt es ja dann doch den einen oder anderen. In diesem Sinne, bleibt gesund und lasst euch impfen, wenn ihr könnt.